Wir haben überraschend wenig zugelassen. Was gegnerische Chancen angeht, ist durchaus aufgefallen, dass in den letzten Minuten es nochmal ein bisschen hektisch wurde bei uns vor dem Tor. Ist ja nicht ungewöhnlich, aber ich glaube, die komplette, alles, was irgendwann mal Stürmer, als Stürmer angefangen hat, war auf dem Platz und war natürlich sehr, sehr unangenehm für uns zu verteidigen. Ansonsten haben wir wenig zugelassen über 90 Minuten. Wir haben gegen den Ball ein überragendes Spiel gemacht. Wir freuen uns riesig. Ich glaube, das haben wir uns auch wirklich verdient. Und man sieht ja, scheinbar gehen heute hier in München die Lichter aus, denn selbst die ganzen Shops haben nicht mehr geöffnet und wir wollten eigentlich noch ein Leberkäsebrötchen essen, aber selbst das kriegen wir heute nicht mehr hier. Richtig geil in die Zweikämpfe gehauen, jeder für den anderen gerannt und so kannst du nur in München bestehen und wir haben es richtig geil gemacht. Die Bayern hatten, denke ich, nicht so viele Chancen, wir haben das ganz gut gemacht, haben nicht viel zugelassen, haben zwei selbst auch nicht, glaube ich, so viele Hochkaräter gehabt, aber irgendwie Shinji, Levy, das Tor eben auch, waren drei glasklare, denke ich, auf jeden Fall, die dann etwas größer waren als jeder Bayern und da wir nicht viel zugelassen haben, als Auswärtsmannschaft, denke ich, kann man auch von verdient sprechen.